Hi! Ich hoffe, ihr hattet bisher einen schönen Nikolaustag. Eigentlich hatte ich was anderes geplant für heute, für den Nikolaustag. Das machen wir jetzt wann anders, weil das sehr viel aufwendiger ist und ich meinen Stream nicht umgestellt habe. Das heißt, wir hätten eigentlich ein ganz anderes Setup haben müssen dafür. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das heißt, ich habe wieder die Tage getauscht. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Aber es ist trotzdem cool. Ich gebe euch mal einen Tipp. Wir brauchen dafür, ich muss das mal aufmachen, wir brauchen dafür dieses Ding hier. Wer weiß, wofür man das hier gebrauchen kann. Wahrscheinlich kann man damit auch die Augenbrauen zupfen, aber wir machen Bügelperlen. Ich habe eventuell ein bisschen zugeschlagen und habe ein paar Farben besorgt. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Bügelperlen besessen, aber ich wollte es immer und ich habe mir jetzt einen kleinen Kindheitstraum erfüllt und mir sehr viele Bügelperlen besorgt. Und aus diesen Bügelperlen, ich habe noch kein Bügeleisen, ich muss mir noch eins besorgen, aber aus diesen Bügelperlen machen wir jetzt weihnachtliche Bügelbilder, damit der Hintergrund ein bisschen schöner wird. Ich hoffe, es wird cool und es funktioniert alles. Bin auf jeden Fall gespannt. Hier ist schon meine Sauerei. Ernsthaft haben wir früher an Handys so Bügelperlen dran gemacht. Hier sind auch so Anhänger. Ups, ja, das war super. Also man kann hier, glaube ich, schon so eine Art Handy-Anhänger draus machen, wenn man es drauf anlegt. Wäre auch mal cool. Wir haben hier verschiedene Größen. Es gibt super klein hier und super groß. Was machen wir heute? Wir machen ein bisschen Deko. Und hier sind so, schon so Bügelperlen-Vorschläge. Ich mach das mal auf. Ich frag mich nur, was hier so für weihnachtliche Vorschläge dabei sind. Okay, super weihnachtliche Schmetterlinge. Jeder kennt sie, Weihnachtsschmetterlinge. Es gibt Schnecken. Weihnachtsmann, den sieht man jetzt wirklich nicht mehr, aber den sieht man auch hier kaum. Eine Raupe, Eis. Noch mehr Schmetterlinge. Also die Ideen sind auf jeden Fall cool. Und ich finde es auch schön, dass sie alles so in Kreisen gemacht haben, damit man es wirklich hinbekommt. Kaktus. Bunnies? Ich weiß es nicht. Das ist ein ganzer Stapel mit Vorschlägen. Flamingo. Mit einer 4 unten. Oh mein Gott. Jetzt habe ich endlich verstanden, warum man Flamingos immer nimmt. In der Grundschule, um eine 4 darzustellen. Ich habe das nie verstanden. Ich dachte immer, das wäre die 2. Gucken wir mal. Also die Frage, wo kommt das Rentier drauf? Ich glaube, das muss aufs Große, nicht wahr? Ich brauche eigentlich nur das Große für alle Tiere. Okay, das ist echt schwierig. Ich glaube, ich brauche ein Bügeleisen. Legt man das Bild nicht unter das Plastikding? Oh, oh Gott, bist du schlau. Ja, das könnte man auch machen. Aber wir machen es jetzt einfach so. Deswegen sind die auch genauso groß. Wie man sieht, ich habe noch nie wirklich mit sowas gearbeitet. Das Gute ist, selbst wenn wir ein Bügeleisen bräuchten, ich habe direkt hier am Schreibtisch mir eine neue Steckdose angebracht, damit wir noch mehr Strom hier haben. Und dann können wir nämlich auch etwas bügeln. So, jetzt haben wir eigentlich schon den unteren Part gesteckt. Das ist gar nicht so schwierig, wie ich immer dachte. Genau, und ich lege die jetzt praktisch dahin und dann machen wir nachher Backpapier drüber und bügeln das. Ich bin jetzt gerade hier in der Reihe. Sieht ein bisschen weird aus, was ich hier baue. Die Zunge von dem Rentier ist mir zu zungenmäßig. Ich überlege, ob ich die nicht eins nach oben setze und tausche, sodass das aussieht, als würde die Nase eben die Nase sein. Wir machen die Vorlage ein bisschen schöner. Also ich mache praktisch die roten Perlen eins nach oben und nehme mir braune Perlen raus. Und dann machen wir die braunen Perlen wieder nach unten. Dass es einfach mehr aussieht wie eine Nase und weniger wie eine Zunge. Ich glaube, so finde ich es besser. Wir sind jetzt schon im Bereich der Augen. Also hier wird später das Auge sein. Das Auge sieht man wenigstens jetzt richtig gut. Und ich glaube, ich möchte, dass die Pupille irgendwie auch in der Mitte ist und nicht so oben wegguckt. Deswegen machen wir die in die Mitte und nicht ganz die Vorlage. Wisst ihr, an was mich diese Dinge hier erinnern? Kennt ihr bei Lego diese Aufmachklemmen, wenn zwei Legosteine zu fest zusammen sind, dass man das so draufsetzt und dann so hochhebelt? Und das erinnert mich das, ich weiß nicht warum. Es fühlt sich ja genauso an, das ist genau das gleiche Plastik. Das wichtigste Lego-Tool ever. Du hast vollkommen recht. Hat zumindest schon mal glubschige Augen. Und ich glaube, es wäre cool, so einen Lichtreflex irgendwo in den Augen zu haben. Deswegen mache ich noch eine Perle mehr. Und das sieht schon sehr süß aus. Gut. Also die Öhrchen sind schon mal so cute, wie sie sein können. Und jetzt fehlt noch das Geweih.
Also die haben schwarz genommen. Welche Farbe haben Rentiergeweih? Ist das nicht eher so ein Braun? Kann ein Rentiergeweih auch weiß sein? Es kann natürlich auch ein fancy Rentier sein und wir machen pinke Glitzerperlen dort. Schaut aber süß aus. Ja, ich finde es auch cuter als die Farbe. Ist okay. Gut, dann ist das unser Werk und das ist die Vorlage. Ich finde es okay. Ich muss nur einmal schnell jetzt ein Bügeleisen holen, damit wir es bügeln können. Bin mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ich stelle das jetzt mal auf mein Mauspad. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Das Bügeleisen ist riesig. Eigentlich ist es normal groß. Das ist ein normal großes Bügeleisen. Die sind immer so. Das ist jetzt dieses Backpapier oder Bügelpapier. Das legen wir jetzt über unsere Figur drüber. Damit die Perlen nicht am Bügeleisen festkleben. Ich versuche es jetzt einfach mal. Es ist rot geworden hier an der Stelle. Jetzt ist es wieder grün. Keine Ahnung. Funktioniert irgendwie nicht. Ich glaube, die wollen nicht wirklich. Ihr müsst eins werden. Habt euch ganz doll lieb. Die Wärme ist da. Ob ich einen Feuerlöscher da hab? Nee. Ja, aber es ist gut. Okay, chill. Brauchst nicht quietschen. Alles gut. Ich denke, es ist fertig. Ich glaube, ich kann die Temperatur irgendwie höher stellen, aber ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Es wird heiß vorne, man sollte nicht dran langen. Das ist unser Rentier. Und jetzt mache ich die Folie weg. So. Und die ganzen Bügelperlen. Ist ein bisschen heiß. Da! Es ist fertig. Und es hält. Ich lege es erstmal auf die Seite. Dann kann es da ein bisschen abkühlen. Und wir machen so lange ein anderes Bild. Und zwar eins aus der Vorlage. Also das wird ein Pinguin. Ähnliche Farbe, ähnliches Tier, auch sehr weihnachtlich. Und das ist noch nicht so komplex wie die anderen. Und ich glaube, deswegen passt das ganz gut. Kann man auch als Untersetzer nehmen. Ja, hier in diesem Buch, da gibt es ganz, ganz tolle Ideen, was man alles mit Bügelperlen machen kann. Zum Beispiel so als Getränkeaufsetzer. Da irgendwie, dass der Strohhalm durchkommt. Hier. Ich habe das gesehen und dachte mir so, top, brauche ich. Deko für Steckdosen. Steckdosendeko einfach. Aber Achtung, in Gegenwart von Kindern Steckdosen ausreichend sichern. Warum nicht mit Bügelperlen? So, als nächstes kommt der Pinguin. Der Pinguin hat orangene Beine. Pinguin kann natürlich auch grau sein, ne? Ich mache ihn, glaube ich, mal grau. Ihr seht das wahrscheinlich hier unten nicht, aber ich kann es nicht weiter hochschieben, weil einfach kein Platz ist. Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen sehen. Du kennst Pinguine halt nur in schwarz-weiß oder grau-weiß. Ich meine, wir hätten ihn auch pink machen können. Also, es ist alles möglich mit Bügelperlen. Da haben wir wirklich viel Auswahl. Also, unser Pinguin winkt uns schon mal ganz fleißig zu. Kriegt er auch noch auf der anderen Seite so ein kleines Flügelchen. Jetzt müssen wir dem Pinguin noch eine Mütze aufziehen. Und Augen braucht er auch noch. Ein Auge sitzt schon mal. Okay, jetzt brauchen wir noch eine Weihnachtsmütze. Und jetzt wird es langsam echt schwierig für mich, irgendwie zu sehen, was dieser Pinguin da oben trägt. Weil ich... Boah, Kontrast, meine Augen. Nimmt echt schnell Gestalt an. Ja, ne? Es geht super schnell und es ist viel, viel schneller als die Sterne. So, und dann hat der Pinguin genauso eine coole Bommelmütze auf wie ich. So. Ich würde sagen, wir haben ihn fertig gemacht. Dann bügeln wir mal das nächste Tierchen. Ich freue mich schon, die aufzuhängen. Ich denke, es ist an der Zeit zu bügeln. Ich werde das ganz, ganz langsam bügeln. Vielleicht so ein bisschen kreisende Bewegung. Also ich bin kein Profi, Bügelperlen. Warum quietscht du denn immer? Tu dir doch nichts, Bügeleisen. Ich tu dir nicht weh. Alles ist gut. Niemand will dir wehtun. Wir wollen dich nur benutzen. Oh nein, Katastrophe. Er ist auseinandergerutscht. Geh wieder rein. Geh wieder an deinen Platz. No! Ist wohl doch nicht so leicht. Ja, fitz. So. Gut. Ich habe ihn wieder repariert. Ihr müsst zusammenschmelzen. Hier kein Blitzen machen, bitte. So. Ich denke. Er sieht ganz gut aus. Seht ihr das? Der ist viel einheitsbreimäßiger. Das ist der Pinguin. Und das ist unsere Platte. Seht ihr das? Also sie ist, ja, ein wenig schief. Und heiß. Jetzt wollte ich noch einmal versuchen, euch das andere Bild zu zeigen. Es wird jetzt
wirklich kompliziert. Also mit wirklich meine ich wirklich, wirklich. Das ist relativ groß. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es auf die Platte passt. Genau, wir erhöhen den Schwierigkeitsgrad zu Ultimate. Also ich finde, von den Farben her kann das Kaninchen gerne genauso bleiben. Dein Brett ist viel zu klein. Also wenn ich mir das so vorstelle, ich komme wahrscheinlich gerade bis zum Auge mit meinem Brett. Wir machen das nochmal. Ich habe noch eine zweite Form rausgesucht, die ist immer noch easy. Und für das Bunny, das werden wir auf jeden Fall machen. Nur nicht heute, ich muss mir nur überlegen, wie ich das machen möchte. Hier sieht man einmal links, das in Grau, das ist schon gebügelt und das in rechts ist noch nicht gebügelt. Deswegen könnte ich jetzt theoretisch zählen. Welche Farben könnte ich dafür nehmen? Ihr dürft zwei Farben jetzt in den Chat schreiben. Die ersten zwei Farben, die genannt werden, aus denen mache ich Grundfarbe und das Geweih. Was sind eure Farben? Braun und Weiß. Okay, gut. Alles klar, dann machen wir halt genau die Vorlage. Wie ihr wünscht. Mach ein braun-weißes. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie was schreibt, pink und grün, aber ist okay. Braun und Weiß waren die ersten beiden Farben. Damit man so ein bisschen Orientierung hat, würde ich tatsächlich mal hingehen und hier diese weißen Flecken schon mal hinmachen. Damit man irgendwie weiß, wo genau die Stellen sind. Ja, das ist alles eins zu weit. Ach, wie schön. Ich liebe es, Fehler zu machen. Dürfen mir alle Perlen eins hochrutschen. Am 24. gibt es auf jeden Fall einen Stream. Ich denke, am 25. und 26. habe ich jetzt persönlich nichts vor. Muss nur gucken, ob ich nach 24 Daily Streams zu ausgelaugt bin, dass ich einfach einmal nur schlafen möchte. Also ich denke, hintenrum sieht es schon mal ganz gut aus. Okay, wir kommen voll an die Kante dran, aber es passt. Passt noch, zum Glück. Da. Müssen wir nur noch alles ausfüllen und dann hätten wir zumindest das Reh. Jetzt ist es im Moment immer noch ein Weibchen, weil es hat noch kein Geweih. Perlen rutschen schon so weit auseinander, weil das Brett da so eine krumme Kante hat. Es passt perfekt. Oh mein Gott. Das Geweih passt perfekt. Ich habe es exakt so wie in der Vorlage. Es wird Zeit, das Reh zu bügeln. Ach ja, hier könnt ihr übrigens die Farbe richtig sehen. Es ist sehr hellbraun geworden. Entschuldigung. Ein Reh zu bügeln ist zweideutig. Bedeutet ein Reh bügeln Sex haben. Es gibt ja sehr, sehr viele Wörter, die diese eine Sache beschreiben. Ich glaube, es liegt daran, dass Menschen sehr oft daran denken. Zum Beispiel bei den Inuit ist es ja so, die leben ja im Schnee. Zumindest in einem sehr verschneiten Gebiet. Und deswegen haben die über 50 Wörter, nur um Schnee zu beschreiben. Finde ich total krass. Und ich glaube, bei uns ist es halt so, dass wir halt sehr viele Wörter haben, um diese eine Sache zu beschreiben. Ja, das Reh wurde gebügelt. Ich will nur irgendwie das Papier abziehen. Und das klebt ein bisschen fest. So. Nein. Auge ist ein bisschen flüssig geworden. Ah. Nur auf den richtigen Winkel achten. Das ist unser Reh. Es heißt Reh. Ja, ich würde sagen, ich bin zufrieden mit unseren Bügeltieren. Die sind sehr cute geworden. Und ich freue mich auf jeden Fall, sie aufzuhängen. Seid ihr eher für an den Baum hängen oder eher an den Vorhang? Oder wir hängen sie einfach direkt hier hin. Ich tape sie mir einfach an den Stuhl. Dankeschön, dass ihr da wart. Gute Nacht und ja, bis morgen würde ich sagen. Bye, bye.